Freunde, in den nächsten 10 Minuten würde ich euch gerne meine persönlichen Airport-Favoriten aus anderthalb Jahren Fliegerei auf der Konsole vorstellen. Zu jedem einzelnen Flughafen findet ihr selbstverständlich auch einen Flug auf meinem Kanal dazu. Am Ende dieser Top 10 erwartet euch zusätzlich noch ein Must-Visit-Place, also ein echter Geheimtipp, der auf keiner Travel-Bucketlist im Flugsimulator fehlen darf. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir starten direkt mit Platz 10, Bilbao in Nordspanien. Ja, Bilbao, eine der größten Städte Spaniens, direkt am Atlantik gelegen. Wir haben hier eine 2600 Meter lange Piste. Bilbao ist im Flugsimulator unheimlich gut umgesetzt. Seit dem World Update 8 auch in Fotogrammetrie. Kann ich tatsächlich nur empfehlen für schöne Anflüge im Airliner über das Hafengebiet von Bilbao. Wie gesagt, in Fotogrammetrie. Der Flughafen selber ist prozentual generiert, aber durch die umliegende Stadt sieht das ganze Eckchen hier rund um die Berge wirklich absolut fantastisch aus und ist definitiv ein Ort, den man im Flugsimulator mal angeflogen haben sollte. Weiter geht's mit Platz 9, Paderborn-Lippstadt. Ja, wer hätte das gedacht? Der zwölftgrößte Flughafen in Deutschland. Ist handgefertigt vom Hersteller Aerosoft, kostenlos für jeden im Flugsimulator zu bekommen. Wir haben ja eine 2200 Meter lange Asphaltpiste. Dieser Flughafen ist wirklich absolut fantastisch. Wie gesagt, handgefertigt. Wir haben hier ein ausmodelliertes Terminal und ja, für mich als Kasseläner tatsächlich nur ein paar nautische Meilen entfernt. Paderborn-Lippstadt nutze ich demnach sehr, sehr oft für kurze Testflüge. Außerdem, wer gerne Windräder mag, ist hier genau richtig. Von Kassel aus mit einer Einmotorigen, wie gesagt, in ein paar Minuten zu erreichen. Paderborn-Lippstadt, wie gesagt, handgefertigt und kostenlos im Marktplatz verfügbar. Auf Platz 8 heute ist der Flugplatz Blexen. Ja, für den einen oder anderen sicherlich noch relativ unbekannt. Wir haben hier eine 970 Meter lange Graspiste. Wie gesagt, genau gegenüber Bremerhaven. Direkt an der Wesermündung, wo hier die Weser, wie gesagt, in die Nordsee mündet. Blexen, Graspiste, sehr, sehr hohes Gras. Ein Flugplatz, der vom Flugsimulator prozentual generiert wurde. Aber wie gesagt, ein Ausflug wert. Blexen direkt an der Nordsee. Auf Platz 7, Kassel-Calden, EDVK. Ja, das ist mein Heimatflughafen im wunderschönen Nordhessen. Kassel-Calden ist handgefertigt und ja, hat 2022 mit der Game of the Year Edition in den Flugsimulator Einzug gehalten. Wir finden hier 2500 Meter Asphaltpiste vor. Ja, Kassel-Calden wird bedient momentan von der Sundair und der Fluggesellschaft Coridian. Ja, wie gesagt, handgefertigt und für jeden kostenlos im Marktplatz verfügbar. Ausdesigntes Terminal, ein relativ großes GAT, also General Aviation Terminal, und nebenbei auch noch der Vertriebsstandort der Firma Piper Aircraft. Ja, die ist auch hier ansässig in Kassel-Calden. Wenn ihr euch mal im nordhessischen Flugraum befindet, Kassel-Calden auf jeden Fall einen Besuch wert. Platz 6, ja, der Flughafen Rotterdam, Den Haag. Ein Flugplatz, den ich schon ja, sehr, sehr oft in meinen Videos angeflogen habe. 6 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum Rotterdam entfernt. Wir haben hier nur eine 1800 Meter lange Asphaltpiste. Aber dennoch der drittgrößte Flughafen in der Niederlande. Ja, Rotterdam-Den Haag ist ein handgefertigter Flughafen im Flugsimulator. Kostenlos natürlich verfügbar und hat auch mit einem der Weltupdates in den Flugsimulator Einzug gehalten. Rotterdam nur zu empfehlen, wirklich sehr, sehr immersiver Flughafen. Und wie gesagt, Rotterdam-Den Haag immer eine Reise wert. Also solltet ihr euch irgendwo mal in der Niederlande wiederfinden, auf jeden Fall hier mal einen Stopp einlegen. Auf Platz 5, Helgoland. Ja, auch ein handgefertigter Flughafen, kostenlos im Flugsimulator verfügbar. Kam ins Spiel mit dem Weltupdate Deutschland. Ja, auf der Nachbarinsel Düne befindet sich der kleine Flugplatz mit nur einer 450 Meter langen Asphaltpiste. Wie gesagt, der Flughafen ist handgefertigt, so sieht er auch aus. Wirklich ganz toll modelliert. Hier kann man auch ein Käffchen trinken, wenn man möchte, kurz einkehren und dann geht es direkt wieder weiter.
Wie gesagt, auf einer der kürzesten Pisten, die ich bislang im Flugsimulator angeflogen bin, ist tatsächlich eine echte Herausforderung. Die Platzrunde ist, glaube ich, in 600-700 Fuß Höhe. Nur 600-700 Fuß. Jetzt weiß ich auch wieso. Auf Platz 4 der Flughafen Lüd in Südengland. Ja, auch ein Flugplatz, den ich schon öfter angeflogen bin im Rahmen einer kleinen Tour über den Ärmelkanal an Dover vorbei. Ist nämlich tatsächlich nur 20 Kilometer südlich von Dover entfernt. Ja, wir haben hier eine 1500 Meter lange Asphaltpiste. Hier darf an Airlinern eine 737 und ein A319 nur mit begrenzter Nutzlast starten. Wie gesagt, 1500 Meter Asphaltpiste ist nicht sehr lang. Auf Platz 3 wird sonnig. Ja, die Rede ist von der schönen Sonneninsel Rhodos. Wir haben hier einen wunderbar gelegenen Flughafen, der hier tatsächlich eine Piste hat von 3300 Metern Asphalt. Zwischen April und Oktober geht hier richtig die Luzi ab. Ein sehr hohes Aufkommen an Touristen, aber wem wundert es, Rhodos, die Sonneninsel Griechenlands. Auch der Flugplatz ist wunderbar gelegen. Direkt am Mittelmeer, am Fuße einer kleinen Gebirgskette, 13 Kilometer südlich von der Stadt Rhodos entfernt und somit ein wunderschöner Anflug über Stadt und Meer möglich. Auf Platz 2 befindet sich der Bastia Poretta Airport auf der wunderschönen französischen Insel Korsika. Wieder am Fuße einer kleinen Gebirgskette. Wir haben hier 2500 Meter Asphaltpiste. Ja, Korsika wird mittlerweile aus 5 großen deutschen Städten angeflogen. Auch ILS Cat 1 ist hier möglich. So langsam aber sicher nähern wir uns meinem persönlichen Favoriten in Sachen Airport hier auf der Xbox. Ein Flughafen, der immer eine Reise wert ist, landschaftlich eingebettet in ein absolutes Paradies. Platz 1, Inverness in Schottland. Wir finden hier 1900 Meter Asphaltpiste vor. Überwiegend Ziele in England werden vom Flughafen Inverness angeflogen. Wir sind hier nicht weit entfernt vom bekannten Loch Ness und dem schottischen Hochland, was immer wieder ein Besuch wert ist. Es ist eine absolut atemberaubende Landschaft. Inverness in Schottland. Ja, mein absoluter Favorit im Flugsimulator auf der Xbox. Ich hoffe, euch hat diese kurze Zusammenfassung gefallen. Ja, vielleicht war für den einen oder anderen was dabei. Aber jetzt unbedingt noch dranbleiben für den Must-Visit-Place im Flugsimulator überhaupt.